Wunderschönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video. It's a boy! Wie krass ist das bitte? Es ist in so vielerlei Hinsichten verrückt. Alles ist verrückt gerade. Wir sind komplett überwältigt von der Gesamtsituation. Ist ja nicht so, dass wir jetzt auf spontan mitbekommen haben, dass du schwanger bist. Das wussten wir natürlich schon. Aber trotzdem, ich glaube, wir sind nicht davon ausgegangen, dass es ein Junge wird. Wo es alle gesagt haben. Aber dadurch, dass wir ja schon ein Kind haben und es ein Mädchen ist, ich sehe mich auch total als Mädchen, Mama, wird das auf jeden Fall eine neue Herausforderung, ein neues spannendes Abenteuer, worauf ich mich aber sehr freue. Ich glaube, grundsätzlich ein zweites Kind ist schon mal ein Abenteuer. Ja. Wir hatten jetzt ein paar Tage Zeit, diese Info so richtig sacken zu lassen, es zu realisieren. Nee, das hängt weil immer an, noch auf halb neun bei an mir. Dem Tag der, doch, also bei mir, der Tag der Gender Reveal, war so geschockt irgendwie. Keine Ahnung, ich war so geflasht von dieser Info, dass ich erst danach, wo ich schlafen gegangen bin, erst das so richtig realisiert habe. Aber bei mir war es ja auch spontan. Also ich bin ja von, ich habe das auch schon mal erwähnt in einigen Videos wie vorher, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich ein Vater von zwei Mädels werde. Und das war sogar schon vor ihr. Und als Mila dann ja als Mädchen bekannt gegeben wurde für uns in der ersten Gender Reveal, habe ich mir gedacht, so ja, es wird passieren. Wir werden zwei Mädels haben. Aber auf der anderen Seite haben wir ja überall so Signs gesehen. Ja, natürlich. Überall diese Zeichen. Wir müssen übrigens die Sarongs abkaufen, das werden wir tun. Danke auf jeden Fall für die Hinweise, das geschrieben haben. Ich war ja gerade schon in Kuta, ich habe mir eine nice Massage gegönnt. Habe schon ein bisschen Ausschau gehalten nach den Sarongfrauen, aber sie nicht gesehen. Ja, von wegen, du bestimmt so oben verstecken wieder jeden möglichen Gegenstand. Gefühlt weiß es auch schon ganz Kuta, ne? Oh, danke, mein Herr. Und ja, was auf jeden Fall richtig cool ist, ist auf jeden Fall, Mila freut sich mega. Ja. Weil das war so etwas, wo ich dachte, am Anfang meinte sie die ganze Zeit, ne, sie möchte ein Mädchen, sie will eine Schwester. Und dann dachte ich, oh, nicht, dass sie irgendwie enttäuscht ist. Gerade als, wenn man so Erwartungen als hat. Kind ist es ja nochmal was anderes. Es ist ja so, du feierst Dinge, du möchtest irgendein Gegenstand, Spielzeug oder sowas haben, wenn du es nicht bekommst, bist du traurig, weißt du? Und aber das war so bei ihr gar nicht der Fall. Die letzten drei Tage vor der Party war sie die ganze Zeit für Junge, Junge, es wird ein Bruder. Ich weiß noch, wir hatten ja auch pink angezogen. Ich habe übrigens immer noch pink. Vielleicht ist doch noch ein Mädchen. Ey, das wäre übrigens das Allerheftigste. Hier ist alles möglich in Indonesien. Stell dir mal vor, die kleine Maus kommt und auf einmal so Peekaboo oder halt nicht. Wäre auch lustig. Aber Fakt ist, wir haben ja alle pink angezogen, ne? Roxy, Fidel, wir hatten ja alle pink an. Und Miles wollte die ganze Zeit blau anziehen und hat sich dann so dermaßen den ganzen Tag über gefreut. Ne, mein Schatz? Ja. Bist du glücklich? Freust du dich, dass es ein Bruder wird? Ja. Papa? Ich freue mich. Wofür ist das? Zumachen, Klebe. Meinst du das? Klebe ist in der Box. Hol dir einmal die Klebe raus und dann kannst du alles vollschmieren mit Klebe. Ich freue mich richtig, weil wir jetzt tatsächlich einfach beides erfahren dürfen. Ja, ich muss auch sagen, das ist Mädchen, einfach so ein Glück. Wäre es ein zweites Mädchen geworden, hätten wir das ja quasi schon einmal durchlebt und wir wüssten, was auf uns zukommt, wäre wobei vielleicht angenehmer, weil man so viel kind schon ja weiß. Auch unterschiedlich ist. Natürlich. Jeder Charakter ist anders und dementsprechend weiß man auch nicht. Das Einzige, warum ich denken würde, oh, ein Mädchen wäre vielleicht ein bisschen cooler, ist, dass ich so meine Lieblingspieces behalten habe von Mila. Das sind Klamotten, die neu kaufen müssen. Das ist genauso wie mein Bruder, der hat einfach alles Secondhand kassiert. Es gibt so viele Sachen, die sie zum Beispiel auch gar nicht getragen hat. Weißt du, diese Kleider, wo sie ihre T-Shirt-Phase hatte. Ja, und deswegen. Ja, richtig muss cool. Auf jeden Fall ein drittes Kind nochmal her. Leute, es wird so krass. It's a boy, Alter. Und den Namen wissen wir tatsächlich auch schon. Obwohl, Sabibo war sich sehr einig mit mir, mit meiner Idee. Und jetzt letztens hast du so einen leichten Querschläger gehabt, ne? Und dann meintest du so, ja, irgendwie sehe ich den Namen doch eher bei einem Mädchen. Es endet nämlich mit A. Das ist ja völlig egal. Liebe Leute, schreibt mal bitte Joshua. Schreibt mal bitte Männernamen. Aber in die ohne Kommentare. Scheiß, das sagst du jetzt gerade, weil du es gegoogelt hast. Ja, na und? Als wir die Konversation hatten, Freunde, war das so, ja, okay, dann sag mir mal bitte einen Männername mit dem A. Ist ihm ist nichts eingefallen. Ja. Und dann hat er gegoogelt und jetzt haut er die raus. Luca, Joshua, Mika. Also ich feiere den Namen ja auch, vor allem die Bedeutung. Aber der andere Name
wo ich ja sowieso so ein bisschen noch mehr tendiere, den sehe ich eher für einen Jungen. Ihr könnt auf jeden Fall sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Kinder habt. Wie viele Kinder habt ihr und welche Geschlechter? Wie ist die Konstellation bei euch? Verstehen sich Brüderchen und Schwesterchen gut? Weil das war so bei mir so ein bisschen der Gedanke, dass ich dachte, oh, wenn es ein zweites Mädchen wäre, wäre es vielleicht eine bessere Spielgefährtin. Für Mila auf der anderen Seite, ihr bester Freund ist auch ein Junge, also dementsprechend. Das ist, wie du es gerade gesagt hast, das ist halt eine charakterliche Sache. Ne? Ja. Jeder kann halt so sein und letzten Endes ist es ja auch vollkommen egal. Aber wir haben auch schon gesagt, wie cool wäre das mit diesen Partnerlooks, weil ihr habt ja jetzt einen Partnerlook. Das stimmt. Und wenn der Junge jetzt noch einen Partnerlook mit mir verpasst bekommt. Wie wird der kleine Junge aussehen? Cool, Alter. Wird das ein kleiner Jingling? Wird er auch braune Haare haben, so wie wir? Bitte. Oder stell dir vor, auch so einen Blondschopf wie Miles? Vor dem wird mit Tattoos geboren, Alter, das ist so krass. Ich bin gespannt, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, aber wir sind auch nicht die Einzigen, die sich sehr freuen. Denn wir haben auch Reaktionen bekommen von unserer Family und von Freunden. Vor allem, als wir sie mitgeteilt haben und wir wollten das letzte Video nicht sprengen. Ja, ja, genau. Dementsprechend dachten wir, machen wir einfach ein neues Video. Und hier seht ihr einmal die Reaction von unserer Familie, die leider nicht vor Ort sein konnte, aber die wir dann per FaceTime natürlich auch am Tag der Gender Review Party informiert haben. Viel Spaß. Na, ihr zwei, alles gut? Na, wie funktioniert denn das jetzt? Einmal mit dem Handy Querformat euch aufnehmen. Ihr habt doch zwei Handys. Diese riesen Fragezeichen. Wie bitte? Dürfen wir es erfahren? Kamera läuft? Ja. Können wir die Aufnahme vielleicht noch mal sehen? Seid ihr ready? Wir sind ready. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr aufgeregt. Man sieht schon, das Handy wackelt. Ja, eben. Aufgeregt. Na, was ist es? Wir wissen es eh schon. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn die Farbe im Bild stehen bleibt. Das ist ein Junge! Herzlichen Glückwunsch! Nein! Das ist ein Junge! Echt? Ja, geil! Ich wusste es! Ich wusste es! Ja! Hab ich gewonnen! Hab ich gewonnen! Ja! Ey, geil! Wir haben erst gedacht, wir machen Junge, weil wir nichts Pinkes mehr haben. Ja, genau. Und dann haben wir doch noch was gefunden. Scheiße. Ja. Glückwunsch! Lila, du bekommst dein Brüderchen. Das ist ja toll. Schöne Mischung. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so. Ja! Cenk! Gut gemacht! Ja, mit dem kann ich dann bald punkten gehen, so, ne? Das ist auch mega für Mila. Dann hat sie einen Spielkameraden. Eigentlich ist es auch egal, ne? Wir freuen uns auf jeden Fall voll. Richtig schön. Wirklich meinen allerhöchsten Respekt. Ihr seid echt wirklich tolle Eltern. Ja! Danke! Ganz viel Liebe euch! Okay, bei meiner Mom muss man dazu sagen, also mir war es ja auch schon klar, ne? Wir haben die angerufen. Wir waren ja uns ja nicht so sicher. Wie machen wir das? Schicken wir den das Video von dem Ballon aufplatzen, aber dann dachten wir, oh nee, dann spielen die das aus Versehen irgendwie schon ab und nehmen die Reaktion nicht auf. Nein, wir machen auf Safe Bear, wir rufen die an, wir fragen auch nochmal, nehmt die auf, wir fragen auch noch, zeigt ihr uns bitte das Handy, womit ihr aufnimmt. Nimmt es auch wirklich auf. Und was macht Mama? Beziehungsweise meine Tante, die nehmen einfach einen Zeitraffer auf und die waren so traurig danach. Passiert halt, aber das Lustige war halt, dass wir gesagt haben, wir geben die Kontrolle nicht aus den Händen. Wir möchten die Aufnahme nochmal sehen, während wir mit denen telefoniert haben. Es war so ein lustiger Umschwung, als das Material nachher kam, denk so, irgendwas ist hier falsch. Sie hat ja auch danach direkt geschrieben, ne? Und die waren einfach so am Boden zerstört. Dann haben wir natürlich auch den anderen dann gesagt, bitte kein Zeitraffer oder Slow Motion anmachen. Wobei Slow Motion auch wiederum lustig wäre, weil dann würdest du die. Aber dann hätten wir keinen Ton gehabt. Ja, aber wäre auch lustig. Schreibt gerne mal in die Kommentare, sind eure Eltern auch so technologieverpeilt? Man muss sagen, auch der Empfang war leider nicht so gut. Ne? Ja, stimmt. Also an dem Tag. Aber trotzdem war es war alles überwältigend. Es ist sehr schön zu sehen, dass sich alle so extrem freuen. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Reaction fandet ihr am besten? Mein Favorite war auf jeden Fall El Papa. Safe. Ausgerastet. Der war einfach so happy. Ja. Ich vermute, der hat sich sehr einen Jungen gewünscht.
selbst als er Papa geworden ist. Ey, Papa, das konnte man dir gar nicht ansehen. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an unsere wundervollen Freunde, die das alles möglich gemacht haben, die das organisiert haben, die uns überrascht haben. Liebe Jana, du. Bitte nicht mehr lügen, obwohl ich safe dachte, du kommst, aber dann war ich halt auch irgendwie, ne? Ja, das geht unter Notlüge, ist okay. Ja, ja, genau. Aber es war richtig, richtig toll. Ich bin so dankbar dafür, dass wir so tolle Freunde haben, dass die alle am Start waren. Leider war unsere Familie ja nicht da, aber umso schöner, ne, dass man dann doch so close Menschen hier hat. Es ist eine spannende Zeit und wir werden euch natürlich mitnehmen. Ey, nur noch 16 Wochen, Schatz. 16 Wochen, Freunde, ich bin in der 24. Woche. What the beep? Das ist richtig verrückt. Okay, ja. Guck mal hier, diese Kugel. Nee, ich wollte sagen, das sieht man mit dem Sachen gar nicht. Aber Fakt ist, mir passt auch einfach nichts mehr. Ja, das, also, dann ist ja gut. Alles ist unbequem. Dann ist ja gut, wenn wir in Kuta demnächst 530 Sarons den Meter abkaufen. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht ausreichend Sarons haben. Also wir haben ausreichend Sarons, aber ja. Alter, ich gehe nie wieder nach Kuta ein. Man muss sein Versprechen einhalten. Das stimmt. Liebe Leute, im nächsten Video geht es nach Gilias Ahan. Wir gehen die liebe Jana besuchen. Und das wird auch wieder spannend. Wir nehmen euch natürlich mit, wenn ihr nichts verpassen wollt. Werdet ein Teil von Team Chibo! Stay wie immer positive und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi, Kowski!